glaube, die Gewuselgeräusche nehme ich fürs Intro. Ja, gute Idee. Raschel, wobei raschel, klapper, raschel. Herzlich willkommen zur 36. Folge des Kreativdepot Podcast. Heute erwartet euch wieder mal etwas Besonderes. Piet ist zu Besuch im Zoom-Basteln und interviewt dort Kreative. Wie kamen sie zum tollsten Hobby der Welt und was lässt sie dabei bleiben? Dies und noch viel mehr Anekdoten erfahrt ihr in den folgenden Minuten. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe zu Folge 36 unseres Podcasts Ausgestanzt und Ausgefragt. Und heute mal ganz besonders, denn ich bin nicht hier irgendwo, sondern ich sitze zu Hause, aber im Zoom-Meeting. Und zwar mit ganz, ganz vielen Leuten. Ich muss nur kurz nachgucken, mit 18 Teilnehmerinnen. Tja, ja, okay, und 17. Ein Bild ist extra. Ein Bild ist extra, ja, okay, stimmt. Und zwar Carmen ist zurück in the Hood. Juhu! Carmen, wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie hast du dich schon eingelebt? Du hast jetzt keinen Bastelraum mehr, sondern eine Bastelecke, richtig? Eine Bastelecke, ja. Ich habe kein eigenes Arbeitszimmer mehr in dem Sinne, aber unser Wohnzimmer hat jetzt ein Stück hergeben müssen. Noch nimmt es wirklich sehr viel Platz ein. Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen reduzieren, halt, damit wir hier auch noch so ein bisschen Wohnzimmerfeeling haben können. Ja, aber ja, das wird eins nach dem anderen. Also es ist noch, sind noch so viele andere Baustellen und noch so viele Sachen, die wir auch brauchen und ach. Naja, wie das so ist, wenn man umzieht. Man merkt erst währenddessen halt, oh, wir brauchen noch einen neuen Tisch. Oh, ach, Spülmaschine gibt's ja gar nicht. Wir brauchen unbedingt eine Spülmaschine. Ah. So, halt, da ist noch ein Loch halt in der Küche. So, naja, von daher. Also ich bin froh, dass ich jetzt wieder hier bin. Und das Arbeiten auf Teneriffa war auch toll. Hat auch Spaß gemacht. Musste natürlich währenddessen feststellen, dass ich ganz viele Sachen vergessen habe, die ich gut gebraucht hätte zum Arbeiten. Und halt stopp, wir machen gleich den Aufruf. Carmens Stirn, ach, ja, die wir alle wissen, ihr Oberheiligste, ja, jeder, der schon, ich weiß nicht, seit einem Jahr uns begleitet. Carmen hatte eine spezielle Schere. Und wir machen jetzt einen Aufruf. Jemand, der so eine Schere hatte. Ich möchte sie so gerne wieder haben. Auf dem Hinflug, also meine Leni hat mir geholfen, meine Koffer nochmal neu zu sortieren, damit ich auch alle Bastelsachen mitkriege. Und hat so eine DIN A4-Box halt in mein Handgepäck gepackt, weil ich habe natürlich viel Gepäck gehabt. Ich habe einen Riesenkoffer mit 23 Kilo, ich habe ein Handgepäck, normale große und noch ein kleines gehabt, damit ich all meine Bastelsachen mitkriege. Und sie hat dann in dieser Box meine geliebte Stampin' Up Schere reingepackt. Meine große Stampin' Up Schere. Security sagt nein. So, was soll ich sagen? Also die zogen meinen Koffer da raus und ich wusste sofort, das kann nur meine Schere sein. Oh. Und ich weiß nicht, ist noch gar nicht lange her, da habe ich halt noch gesagt, diese Schere darf niemand anfassen. Also wenn ein jemand, Tag wenn ein Kind, vorher. Also wenn irgendwer eine Schere braucht, also genau, einen Tag vorher. Also wenn irgendjemand eine Schere braucht und sagt, kann ich die Schere, du kannst jede Schere nehmen, aber nicht die Stampin' Up Schere, die ist mir heilig, die damit schneide nur ich. Und zwar nur Papier. So. Und dann zieht diese Frau halt diese Schere aus meinem Koffer und sagt, die darf nicht mit. Die ist länger als 6 Zentimeter. Ich stand da, ich war knallrot. Ich hatte Pipi in den Augen. Ne? Aber ich, ja, klar. So, also, ja, meine geliebte Schere ist weg. Und wenn jetzt irgendjemanden kennt, der diese Schere verkaufen will, ich bin auch bereit, ein kleines Vermögen zu bezahlen. Also nicht ewig viel, so viel habe ich auch nicht. Aber ich hätte sie so gerne wieder. Also bitte, frag drum. Gibt sie nicht mehr zu kaufen? Nein. Man das merkt diese pure Verzweiflung bei Carmen. Ja. Carmen macht jede Woche, machen wir den Aufruf. Und ich vermute, dass die Spülmaschine noch länger warten muss, wenn ihr jemand diese Schere für einen guten Preis anbietet. Die Schere muss definitiv und bei jedem haben, bei jedem letzten Zoom hat Carmen dann immer da gesessen, diese Schere, nein, das macht mich ganz verrückt hier. Und in jedem, in den letzten, wirklich, einen Tag vorher, ich glühe auch schon wieder, ich und meine Schere, das versteht ja auch keiner, der nicht bastelt. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um gemeinsam Abschied zu nehmen. Von der Schere, die in Hamburg am Flughafen, treuer Begleiter, im Terminal irgendwo liegt und wartet auf einen neuen Besitzer. Genau, irgendwann. Also,
auch vielleicht an die Hörerinnen und Hörer hier des Podcasts, wenn ihr eine Stand-Up-Schere in groß habt, lasst es uns wissen. Falls ihr sie nicht braucht, Carmen würde sich freuen. Ja, genau. Uns, macht uns Kommentare. Genau. Dann, okay, ich okay, aber genug gejammert. Lass uns mal loslegen, halt, weil wir richtig, sowieso nicht ganz wir wollen basteln. Ich ihr will wollt mein... basteln, ich schau euch zu. Genau. Wir legen los, ich würde genau. sagen... Und schon geht es los. Unter der Anleitung von Carmen basteln jetzt 14 Zoom-Teilnehmerinnen den kleinen Adventskalender. Eine Box, die auf den ersten Blick so wirkt, als würde man 4 größere Streichholzschachteln aufrecht stellen, die dann von einem Deckel zusammengehalten werden. Und wenn man den Deckel abnimmt, fallen diese zu allen 4 Richtungen auseinander und werden zu Schubladen, in denen man zum Beispiel Süßigkeiten verstauen kann. Und in der Mitte ist sogar noch Platz, zum Beispiel für einen dekorativen kleinen Weihnachtsbaum. Diese Box ist ein bisschen zeitaufwendig und vor allem diese Schubladen brauchen Zeit, weil man ja 4 Stück herstellen muss. Carmen gab mir dann das Zeichen, dass ich jetzt Fragen stellen kann an die Teilnehmerin. Denn ich wollte mal den Spieß umdrehen. Bisher haben wir uns vom Team euch immer vorgestellt, wie sind wir zu Kreativdepot gekommen, seit wann basteln wir und was basteln wir gerne. Ich wollte es aber jetzt mal andersrum. Ich wollte jetzt mal die Kundinnen ausfragen, wie seid ihr eigentlich zum Basteln gekommen und vor allem, wie seid ihr zu Kreativdepot gekommen und was bastelt ihr besonders gerne? Ich fange jetzt einfach mal an, weil es mir hier als erstes angezeigt wird. Uli, einfach mal die Frage vorweg, wie bist du zum Basteln gekommen? Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich bastel schon, seit ich denken kann. Also okay. Ja, ewig schon. Und wie bist du auf Kreativdepot gestoßen? Auch da, also ich habe irgendwann mal, ganz früher habe ich mit Holzstempeln gearbeitet. Und irgendwann habe ich dann angefangen mit den Fotopolymerstempeln. Ja. Habe dann mal auf einem Messe, glaube ich, aber ich kann es gar nicht mal sagen, Kreativdepot-Stempel mitgenommen. Und irgendwann hat sich das jetzt entwickelt für die letzten 2-3 Jahre, dass ich immer mehr hier Kundin geworden bin. Mhm. Seit wann machst du hier mit? Beim Zoom-Meeting oder ist das dein erstes Mal? Erste Mal. Ah. Ich habe mich so gefreut. Wir haben so schön geschrieben. Uli, oh, ich freue mich darüber so sehr. Was bastelst du am liebsten? Karten, tatsächlich Karten. Okay, da bin ich dabei. Also damit, ich würde mal sagen, damit hat es auch angefangen. Also das Papierbasteln mit der Karte. Karte okay. Für die Verwandtschaft, damals zu Weihnachten, ja. Ja, man kann für jede Gelegenheit gerne eine schöne Karte basteln. Also ich bin ein großer Dina Lang-Karten-Fan geworden, muss ich einfach sagen. Ja, das macht mir einfach cool. Am meisten Spaß. Du hast also, eine große Möglichkeit, was zu machen. Ich liebe ja tatsächlich die kleinere, die C6 oder die quadratische. Ah, okay. Ja. Und am allerliebsten mache ich Trauerkarten. Ja, Trauerkarten. Ja. Ich finde Trauerkarten auch toll. Und ja. Uli, sag mal, welches Maß nimmst du für die quadratischen Karten? 13,5 auf 13,5. Okay. Ah. Und dann nimmst du einen Umschlag, der 14 mal 14 ist? Genau. Ah, okay. Ja, also die ganze Hose, die 15 mal 15, die ist mir zu groß tatsächlich. Ja, genau. Finde ich nämlich auch. Die sind mir auch zu groß. Ja, cool. Ja, wunderbar. So, ich glaube, ganz viele, die bei uns irgendwann bei Kreativdepot gelandet sind, also ich glaube, fast alle haben Stampin' Up in ihrer Bastelzeit auch schon mal gehört, oder? Definitiv auch, ja. Ja. Also da mochte ich am Anfang auch immer so dieses Prinzip, eben, es gibt die passende Stanze zu den Stempel dazu. Ja. Aber ja, ich muss einfach sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis, da bin ich tatsächlich lieber bei Kreativdepot. Ja. Ja, und auch die Christiane, die unermüdlich immer erreichbar und verfügbar ist, oder? Genau, 24/7. Nein, ich schlafe sehr gut, ich schlafe auch sehr viel und ich sage immer, ich bin eine KI. Was soll ich dir sagen, Christiane? Egal, wann ich wach bin, wann, ob ich nur ganz spät ins Bett gehe, ob ich ganz früh ins Bett gehe, wenn ich meiner Christiane schreibe, Alter, kriege ich immer eine Antwort. Also es dauert nie länger als eine Stunde. Also für mich 24/7. Ja, ich bin auch deine persönliche KI. Und hast du auch schon je herausgefunden, wer da wirklich antwortet? Ja, aber Wahnsinn, wie weit die Technologie ist. Also
Ja, ich habe selbst hier im Zoom stehen, KI-gestützter Begleiter. Das ist ganz seit ein paar Wochen neu beim Zoom-Programm. Ich habe mich noch nicht getraut, drauf zu klicken, weil ich möchte nicht irgendwie nachher wie bei Terminator hier rumrennen. Deswegen lassen wir das. Und ich schreibe lieber in den Gruppen und überall. Aber es ist schon sehr lustig. Ich starre da immer drauf. KI-gestützter Begleiter. Es hat so zwei süße Sternchen. Ich denke, nein, verführe mich nicht. Nur wegen den Sternchen wirst du es anklicken, ne? Genau. Na gut, erstmal Uli, vielen Dank. Gerne. Liebe Anja, wärst du denn dazu bereit, auch mir mal Rede und Antwort zu stehen? Aber selbstverständlich. Sehr schön. Dann erzähl doch mal, wie bist du zum Basteln gekommen oder wie lange bastelst du schon? Also ich kenne das auch mein Leben lang. Wir sind früher so groß geworden. Weihnachtsschmuck wurde gebastelt und die Fröbelsterne. Also, ja, genau. Und die schönen durchsichtigen, die Fenster vollgeklebt. Und das hat sich eigentlich dann immer so weiter durch mein Leben gezogen. Ich habe vieles ausprobiert. Und ich habe dann lange Zeit digitales Scrapbooking gemacht. Okay. Und da wollte ich aber, das ist eigentlich der Grund, ich wollte es dann wieder mit der Hand machen und mit Papier arbeiten. Und so bin ich dann wieder zu diesem anderen gekommen und beim Kartenbasteln gelandet, was ich nie wollte. Ja. Und ja, ne? Und Kreativdepot, ich glaube, ich bin ganz früh auf die schon gestolpert. Oh. Ich kann mich noch an diese Kreise erinnern. Das waren so meine ersten Stempelsets. Alles Liebe zum Geburtstag, so diese Geburtstagskreise. Ja. Und die habe ich auch noch immer. Das waren so, da bin ich schon ziemlich früh drüber gestolpert. Ja, sehr schön. Was bastelst du am liebsten? Also eigentlich mache ich wirklich alles, dass ich was am liebsten ist mir was Neues, wo ich rumtüdeln muss. Ja, so wie heute dann, zum Beispiel. Ja, genau, ne? So wie heute und gleich falsch machen. Es gibt kein falsch. Prototyp. Ja. Sowas gibt's bei mir nicht. Alles verschenkt. Ja, das ist auch vernünftig. Ja, sehr schön. Ach, das wird nachher beklebt. Ja, eben. Es deshalb gibt immer eine Möglichkeit, das zu retten. Die lange Seite, die bei dir auf der anderen Seite war. Liebe Johanna, wärst du auch bereit, mir Rede und Antwort zu stehen? Ja, doch. Ja, doch. Ja, doch. Unsere Johanna, da muss ich nur ganz kurz was zu erzählen. Ja, komm, erzähl du. Oh, und sie hat probiert und probiert und probiert, bis sie endlich drin war. Und Christiane und ich, wir waren wirklich, hatten hinterher Tipi in den Augen, halt, weil wir so happy waren, dass wir die reingekriegt haben. Es war so zauberhaft, werde ich nie vergessen. Und dann hat sie es probiert und dann waren wir schon fertig mit dem Zoom und dann hat sie sich noch einmal eingeloggt, um es nochmal auszutesten. Und Carmen und ich, wir saßen da beide und es war einfach nur, also das wird uns ewig begleiten, weil wir dann gesagt haben, sie war so hartnäckig dabei, dass es klappt, sich einzuloggen. Es ist eigentlich auch ganz einfach, aber Johanna hatte an dem Tag, glaube ich, ein paar kleine Tücken und die hat sie so super gemeistert. Und seitdem, Johanna, bist du schon so oft dabei gewesen, ne? Schon seit dem ersten Mal. Ja, so cool. Ein so, Jahr. Okay, jetzt haben wir wieder gesappelt. So, Johanna, entschuldigt. Komm, Johanna, lass hören. Alles gut. Also, Johanna, die gleichen Fragen an dich. Wie bist du zum Basteln gekommen oder seit wann bastelst du? Basteln eigentlich schon immer. Mhm. Dann hat mein Mann sich selbstständig gemacht und ich habe angefangen, die Weihnachtskarten selbst zu machen. Und so ist es immer größer geworden. Und zu Kreativdepot bin ich gekommen, weil ich deutsche Sprüche gesucht habe. Weil mit den Englischen habe ich das nicht. Ja. Und habe dann beim Crop Royal bei der lieben Miriam den Tipp gekriegt, guck doch mal bei Kreativdepot. Das habe ich gemacht, bin dann geblieben und hatte dann das nächste Jahr die Freude, die Damen noch kennenzulernen beim Crop Royal. Ah, sehr schön. Ja, so ist das. Ja, so ja, wächst Bastel man zusammen. Verbindet. Ja, ist so. Ja, genau. Voll. Ja, und was bastelst du besonders gerne? Eigentlich alles.
Ich habe während meines Meisterlehrgangs angefangen mit Floristik. Auch schon. Aber am liebsten mit Papier. Okay. Grenze binden zum Beispiel. Cool. Ja, Grenze binden. Wow, ja, schön. Das würde ich auch gerne gut können. Das ist aber ganz leicht. Das ja, sagt man auch, so. Ne? Ja, genau. Ja, wenn du es gelernt kriegst, wenn du jemanden hast, der es dir zeigt, dann geht alles leicht. Audioprogramm ist auch ganz leicht und Staplerfahren ist auch ganz leicht. Aber ja, ist das mache ich seit 20 Jahren, von daher. Geht alles. Ja. Und dann habe ich mir, dann bin ich in der Rente gegangen und habe gesagt, so, und jetzt fange ich erst richtig an. Jetzt gibt es richtig cool. Gas. Genau. Sehr gut. Super. Und habe dann in meiner Rente bei Nicole vom Scrapbook-Laden anfangen, Workshops zu machen. Dann bin ich in den Bayerischen Wald gezogen, da gab es das nicht und deswegen war ich so froh, als die Zoom-Workshops kamen. Ja, ja super. So ist rutscht es. Man dann wieder zusammen. Echt ja. Toll. Kreativität ja, verbindet schön. Halt, ne? Es ist ja, so schön. Ist so. Tun. Ja, Johanna, vielen, vielen Dank. Gerne. Oh, oh die nächste. Okay, liebe Kiki, wärst du auch bereit? Kiki, jetzt bist du dran. Ach, Kiki. Ja, hallo. Halt, bevor es losgeht, möchte ich gern eine schöne Geschichte noch zu Kiki kurz erzählen. Jetzt kommt's. Also, Kiki hatte mich immer angeschrieben und wollte gerne wissen, wann ein Workshop vor Ort ist, weil sie wollte gerne Urlaub dort machen in Assel, in der Nähe. Und hatte aber, und es war so süß, wir hatten immer wieder geschrieben, Carmen war gerade im Urlaub, ich hatte noch nicht die neuen Termine und habe immer zu Kiki gesagt, wenn ich weiß, wann das ist, ich sag dir sofort Bescheid, dann kannst du buchen. Und Kiki erzählte mir dann irgendwann, dass ihr Mann aber noch gar nicht Bescheid wüsste, dass sie dann in dem Urlaub zum Workshop geht. Und es war so niedlich. Also es ist natürlich in dem Moment, wie es immer so eine Situationskomik und herzerweichend ist. Also ich hing hier und habe mich also wirklich so köstlich amüsiert, weil ich mir dann immer vorstellte, wie verkauft sie es jetzt ihr Mann, dass sie mal ganz kurz mal eben bei Kreativdepot ist, einen Workshop macht und dann durchs Lager marschiert und einkaufen geht. Aber es war nachher tatsächlich ganz anders, Kiki. Ne? Dein Mann war ja, war mit dem Hund spazieren oder war sogar noch mit dabei? Genau, ja. Also, ich muss dazu sagen, mein Mann, das ist so ein ganz, ganz geduldiger und ganz lieber. Ganz lieber und süßer, und dann, ne? Der hat da auch überhaupt kein Problem. Der war dann mit dem Hund am Trotz Sand am Deich. Spazieren, alles irgendwie. Ja, das war schön. Aber so habe ich Kiki eigentlich eher mehr kennengelernt. Also wir haben zwar immer schon geschrieben, aber das war einfach bei mir ganz fest im Kopf verankert. Immer wenn ich das Kiki gelesen habe. Das hat total Spaß gemacht. Das war echt super schön und für mich war das echt ein Erlebnis, weil ich ja eigentlich noch gar nicht so lange bastel. Ich fange jetzt so gerade das dritte Jahr an und das hat ganz witzig angefangen. Vom Nähen über einen Kauf Cricut. Und dann habe ich jemanden kennengelernt hier aus der Ecke, die bei Stampin' Up! Demonstratorin war. Und so kam das dann Instagram, hier Videos angeschaut und so kam es. Aha. Ja. Ja, ich finde es hier immer noch beeindruckend, um das mal kurz einzuwerfen. Marion hat ja schließlich einen aus dem Design-Team im Dänemark-Urlaub kennengelernt. Also da merkst du auch wieder, wie klein die Welt ist. Und die wohnt nur einen Steinwurf vom Lager in Assel entfernt. Also faszinierend. Was bastelst du besonders gerne, Kiki? Ich mag total gerne Verpackungen machen, so Explosionsboxen und Boxen so an sich. Und tatsächlich auch Trauerkarten. Ja, ich weiß nicht, die warum. Die haben ein besonderes Fable irgendwie. Ich kann es nachvollziehen. Da ist für mich so, ich bin da auch beruflich so ein bisschen mit vertraut. Ich mache halt hinterbliebenen Rennen und so weiter fertig. Ah. Und ich finde immer, so eine Karte muss was ausdrücken. Ja. Gerade in so einer Zeit, wenn es einem gar nicht so gut geht, dann muss
was rüberkommen. Absolut, ja. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Gerne. Okay, Pete, dann kannst du ja die nächste schnappen. Ja, ein Fan kann man ja schon fast sagen. Ja. Und zwar die liebe Mareike. Hallo. Du hast mir ja sogar Fanpost geschickt, worüber ich mich ja sehr gefreut habe. Das habe ich ja auch in dem Podcast schon erwähnt. Aber wie hat bei dir alles angefangen? Ja, also basteln, wie gesagt, als Kind hat man das auch schon gemacht, ganz viel, alles Mögliche. Ich bin mit Stempeln basteln ungefähr vor 10 Jahren angefangen, auch durch Stampin' Up im Prinzip. Ich habe dann selbst gestartet als Demonstratorin und selbst Workshops geleitet auch. Und man hat eine Freundin von mir mal Stempelset eins gezeigt, wo ich dachte, hey, das sieht ja voll mega cool aus, wo ist das denn her? Und sie so, ja, Kreativdepot. Und dann war man da mal auf die Seite und mal zu gucken. Ja, und seitdem bin ich Stammkundin. Ne? Ja, und auch immer viel in den Zooms bist du, ne? Genau. Und genau, von Anfang an bei den Zooms dabei, weil ich finde auch, das ist eine schöne Auszeit zwischendurch, eine nette Idee, die man hat, miteinander basteln, sich austauschen, finde ich total schön, macht mir immer total viel Spaß. Und die Zeit nehme ich mir. Also die Kinder wissen dann schon, wenn ich sage, so, ich bin im Zoom, nicht stören. Also das ist echt total, macht total viel Spaß. Und Mareike war auch beim Elbkorb bei unserem ersten in Stade, stimmt, genau. Mit einer ganz süßen, lieben Mädelsgang. Genau. So süß. Und wir haben so viel gelacht. Es war so schön. Und dann hatte Mareike mir erzählt, dass sie dann zum Workshop nach Kiel kommt, den Sonja geplant und organisiert hatte. Und es war dann eine besondere Überraschung, weil zuerst dachte ich, es wären nur 2 von euch da. Und nachher wart ihr wieder die süße liebe Gang, wie beim Elbkorb. Ja, es war wie ein großes Familientreffen, ne? Also man hat so eine tolle Bindung zusammen. Und ich werde nie wieder, wenn du mir einen Lakritzbonbon gibst, herzhaft draufbeißen. Das war ein harter Bonbon, ja. Und ich dachte, es wäre so ein Weichgummi-Bonbon. Und dachte, oh, wupp. Aber ist alles gut gegangen. Aber es war sehr schön. Ja, und basteln tue ich, wie gesagt, auch gerne. Alles, was mit Papier ist. Also gerade so Boxen, so finde ich auch total cool zu machen. Und gerade dieses individuell gestalten finde ich eben total toll, wenn man auf den passenden Stempel gerade hat, wo man sagt, passt. Da fällt schön. Mir was zu ein, ja. Genau. Ne, also ja. Das ist echt klasse. Und selbst wenn man das mal passendes nicht mal hat, nehme ich eben die einzelnen Buchstaben und mache daraus ein Wort. Also das geht auch. Ja, super. Man muss nur erfinderisch sein, ne? Also. Absolut. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ja, und ich finde immer, halt, wenn man so ein gewisses Equipment hat, dann kannst du ja auch wirklich alles machen. Also alles, was du willst, kannst du machen, ne? Das stimmt. Genau. Aber man muss das Equipment haben. Also ich schaue mich mal um. Außer CDs sehe ich hier noch nichts. Kommt noch. Wie gesagt, die Big Shot steht ja in der Pipeline. Die kriege ich wohl möglich von Marion zu Weihnachten. Und alles andere, das hole ich mir dann peu à peu. Ja. Du kannst ja einen Wunschzettel schreiben für den Weihnachtsmann. Und den gibst du ihr dann. Hast du schon gemacht, nochmal so als Erinnerungsstütze. Und ich bin ja nicht weit weg, den bringe ich nach Himmelpforten. Ja, sehr gut. Ich schicke unseren nach Himmelpfort, heißt das hier. Ist immer sehr lustig, weil ich immer sage Himmelpforten. Und dann heißt es hier in Berlin, Postleitzahl 16, Himmelpfort. Stimmt, ja, da gibt's das ja auch noch. Ja. Liebe Sonja, wärst du auch bereit, mir ein bisschen was zu erzählen? Ja, mache ich. Denn erzähl mal, wie hat das bei dir angefangen? Seit wann bastelst du und wie hast du Kreativdepot entdeckt? Also ich bastel eigentlich schon ewig, beziehungsweise ich habe erst Handarbeiten gemacht. Ich habe Hardanger gestickt. Also ich bin in den Stoffladen gekommen und da haben 2 alte Damen, oder ältere Damen gesessen und haben Löcher gestickt. Da habe ich gesagt, was macht ihr denn? Löcher sticken. Ich so, das will ich auch können. Hab dann damit angefangen. War dann in so einem Stickkränzchen, die Jüngste. Alle über 60 und ich mit irgendwie Anfang 30. Und habe dann irgendwann, als bei uns im Dorf Stamping Up ganz aktuell wurde, habe ich irgendwann gesagt, ja, ich komme mal, ich guck mal. Hab dann da ein bisschen mitgebastelt und dann habe ich im Tierschutzverein sind immer wieder natürlich auch Hunde gestorben. Und dann hatte ich das erste Mal
Karten, Trauerkarten für die Hunde gebastelt. Also für die Besitzer, weil sie ihren Hund verloren haben. Ah, okay. Und dann hat mich die eine aus dem Verein angesprochen, wie sieht das aus? Möchtest du nicht für uns im Verein die ganzen Geburtstagskarten basteln? Dass jedes Fördermitglied eine Geburtstagskarte bekommt. Ich schaffe das nicht mehr. Ja. Wow. Und deshalb habe ich dann angefangen, irgendwie im Jahr die 130 Karten zu basteln. Wenn sonst nichts ist, genau. Und mache seitdem auch die Weihnachtskarten für und die tolle Mitglieder. Karten. Alle. Auch wirklich coole Karten. Also es ist nicht so, dass es so eine 0815 Weihnachtskarte ist, ne? Du so mit Embossen und hast du nicht gesehen. Dieses Jahr habe ich tatsächlich alle 70 Karten mit dem Vereinsstempel embossed. So wow. Krass. Wahnsinn. Das war Respekt. Wie sich das richtige Embossing-Pulver hatte, hat schon einen Moment gedauert, aber es hat dann geklappt. Ja, und dann haben wir irgendwann ist unsere Tochter umgezogen und ist in die Pärkoppel gezogen und wir sind mit dem Hund da rumgelaufen und dann stand ich plötzlich vorm Lager. Komisch. Und habe dann gesagt so, da muss ich doch mal gucken gehen, aber der Laden hatte immer zu und dann habe ich halt online geguckt. Ja. Und seitdem bist du auch kreativ. Cool. Ja, ne? Mhm. Ja. Und seitdem ist mein Freitagsritual eine Tasse Tee und der Lagerfeenschnack. Mhm. Und Sonntagmorgens basteln mit dem Podcast. Ja, sehr schön. Ja, wie cool. Das freut mich. Ha, ja. Und beim nächsten Mal hörst du dich selbst. Verdammt. Verdammt. Wenn man sich selber hört, das hört sich immer so komisch an. Dann ja, machst du einen Augenblick leiser. Man gewöhnt sich wirklich dran. Also ich habe immer gedacht, so ich habe eine merkwürdige Stimme und aber irgendwann habe ich ja mein Hobby für mich entdeckt und das Radio machen. Das mache ich jetzt seit 8 Jahren ehrenamtlich. Und dann sprach mich ja, wie gesagt, dann Marion Anfang des Jahres an, so sag mal, was hältst du davon, den Podcast zu machen? Und ja. Ich dachte erst nur an den Schnitt und nein, ich soll den Moderator machen. Ich, der überhaupt keine Ahnung vom Basteln hat. Ja, eben genau deswegen, weil du keine Ahnung vom Basteln hast. Du lernst es kennen, du fragst wirklich ehrlich, was ist das, was macht man damit? Ja, und jetzt haben wir Ende November, wir haben die 36. Folge. Ja, krass, und ich bin voll drin und es macht mir total Spaß, auch vor allem jetzt so wie heute, euch mal richtig hier kennenzulernen. Einfach schön. Soll ich dir sagen, worum ich dich beneide? Jetzt kommt's. Du hast alle Techniken einmal gezeigt bekommen. Ja. Nicht nur gehört, sondern sie gezeigt bekommen. Das stimmt. Und auch mein Traum. Ja. Und nicht nur, dass sie jemand im Reel, wie Papierschoss das gemacht hat, zeigt, sondern wo man dann selber im Prinzip mitbackt. Ich komme zum Beispiel mit Pasten und dem ganzen Wischen. Ich finde es total schön, aber ich schaff's nicht. Bin dafür zu blöd. Ja. Also ich kann dir die Stempelhilfe empfehlen. Gut. Mit der Stempelhilfe, das klappt super. Das hat mir ja Jess beigebracht. Das ist so eine Möglichkeit zumindest. Du legst halt dir dein Papier dahin, machst die Schablone drüber, machst sie mit den Magneten fest und dann kannst du streichen, was das Zeug hält, ohne dass es verwischt oder verschmiert. Klappt super. Ich arbeite noch dran. Das ist ja schon mal ein Hinweis. Vielleicht klappt's. Ich habe auch schon mal angefangen, die ersten 10 nochmal zu hören, um dann mitzumachen. Ja, auch eine Option. Wie weit seid ihr denn? Können wir weitermachen? Ja. Genau. Der gute Piet hat nämlich auch beim Umzug mitgeholfen. Also nicht nur beim Umzug, sondern er hat mir auch mein Waschbecken abgebaut. Was ich niemals hingekriegt hätte. So, weil da war dann auch noch was. Was? Ich hätte es auch gern angebaut, aber da waren ja noch gar keine Anschlüsse. Nee, war noch nichts da. Das ist auch immer noch nicht angebaut, Piet. Oh. Dafür habe ich aber die Waschmaschine angeschlossen. Du konntest wenigstens sofort waschen. Ja, und die läuft auch wie verrückt. Obwohl es mir ja irgendwie, also ich finde das ja ganz merkwürdig, wenn eine Waschmaschine auf dem Dach steht und nicht. Es war auch beim Umzug merkwürdig, die da 3 Stockwerke hochzuschleppen, möchte ich nur mal anmerken. Ja, oder auch Jost's ihr habt das Bett. Super gemacht. Ihr habt das super gemacht. Sehr gern, sehr, sehr gern. Apik, du warst auch beim Umzug bei uns im Lager, im Lagershop mit dabei, ne?
Ich habe alle Umzüge von Kreativdepot mitgemacht. Alle von diesem klitzekleinen Büro ins Wegepferd, in die weiße Villa, von der weißen Villa in den heutigen Shop, also in das alte Gasthaus und vom Gasthaus auch ins große Lager habe ich mitgeholfen, wenn auch nur zum Teil und muss da auch demnächst wieder hin Schreibtische zusammenbauen. Das Phänomen ist noch, liebe Beteiligten, jedes Mal fahre ich dahin mit der Aufsage, ja, häng uns mal bitte eine Lampe auf. Und aus einer Lampe werden 3 Schreibtische, 5 Kallax-Regale und 7 Lampen. Ich komme nie unter 3 Stunden da weg. Ich mache es gerne, so ist es nicht. Aber jedes Mal, wenn du schon mal hier bist, könntest du vielleicht noch. Und ich habe den Shop mit aufgebaut. Da hieß es auch nur, ich sollte über diesen neuen Shopping-Tresen 3 Lampen aufhängen. Ich habe insgesamt 18 Lampen aufgehängt. Habe mehrere Kabel entfernen müssen und Abzweigdosen. Und weil ich schon mal da bin, sagte Ina, kannst du uns nicht auch die schönen Europaletten an die Wand schrauben? Klar, mache ich. Aber natürlich. Alles überhaupt kein Thema. Und statt geplanter 20 Minuten war ich dann auch 2,5 Stunden da. Es war okay. Ich mach's wie beim Basteln, da vergisst man auch die Zeit. Das war nur eine andere Form von Basteln. Ja, das ist das große Basteln mit Bohrmaschine und Akkuschrauber. Die Grobmotoriker. Ja, da muss man auch Feingefühl haben. Die Wasserwaage muss da mithelfen. Es soll ja alles auch schick und gerade sein. Und es war ja auch noch der Shop. Also für jeden ersichtlich. Da muss es erst recht schön sein und gerade. Und er ist zauberhaft geworden. Ja. Das zieht bei mir ein Kallax ein. Der Shop ist super und Kallax kann ich auswendig. Ich brauche ja, 10 Minuten. Bitte. Also Piet fährt dann demnächst quer durch Deutschland und baut dann die Bastelzimmer auf. Ich bin der Kallax-Beauftragte. Erstmal muss ich bei mir Kallax denn aufstellen. Genau. Meldet sich noch jemand freiwillig? Möchte noch jemand? Ja, ich würde es erzählen, also Jenny. Dann leg los. Dann leg mal los. Also ich bin durch Corona tatsächlich zum Basteln gekommen. Mir ist fast die Decke auf den Kopf gefallen. Ich habe eine kleine Tochter, die war zu der Zeit noch in der Kita. Das war alles nicht so einfach. Und da musste Ablenkung her. Ja. Und da fing ich an zu basteln vor 3,5 Jahren. Ja, und dann fängt man an, YouTube-Videos zu gucken. Und also ohne YouTube geht's ja als Bastler eigentlich nicht, wenn man ehrlich ist. Ja. Und da bin ich auf die liebe Mona gestoßen, also Obenpost. Und die hat immer super tolle Sachen gemacht und immer Werbung für Kreativdepot natürlich gemacht, gehört ja zum Designteam. Ja. Ja. Und seitdem ist vorbei mit mir. Voll erwischt. Ja, also, Bastelfieber. Ja, absolut. Also Kreativdepot hat wirklich die besten Produkte, ist einfach so. Ja. Ich habe natürlich guckt man mal hier und guckt man da und schaut die Schule aus, aber kommt da einfach nichts dran, muss man ganz ehrlich gestehen. Und ich finde das auch mit so viel Herzblut einfach, ne, diese Workshops, diese ATC-Kalender, die dann von den Lagerfeen verpackt werden, wo so viele Leute mit interagieren. Also ich kenne keinen anderen Shop, der das so liebevoll macht. Und deshalb werde ich auch noch viele Jahre, glaube ich, treue Kundin bleiben. Super. Ja, was ich so noch so schön finde, das hat mir Ina jetzt in der aktuellen Podcast-Folge, also in der letzten Folge 35, noch erzählt, diese Goodie-Stempel. Das macht, glaube ich, kaum ein anderer. So diese Goodies an sich finde ich total toll. Es ist noch so einfach so als Dankeschön gibt's noch was obendrauf. So vielleicht gibt's noch eine kleine Tüte Haribo bei einigen, aber hier gibt's noch extra Stempel, eigens nur für die Bestellung. Die gibt's so nicht zu kaufen, die gibt's nur, wenn du was bestellst. Und das finde ich total süß. Das finde ich schön. Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Und dieser Hype um diese Stempel, das ist der Hallo! Die werden getauscht, alles. Und auch die Karten, die immer drin sind. Ne? Wahnsinn. Also selbst die werden getauscht. Und ich hatte dann irgendwann mal bei eBay auch gesehen, dass auch die Goodie-Stempel dort verkauft werden. Und die Karten auch, wo ich dann gedacht habe, wie cool. Ne? Also das ist schön. Also wie so viel früher die Ü-Eier, die man gesammelt hat. Und auch eine Kästchen, in diese Kästchen gesetzt. Ja, ja, genau. Kästchen. Und dann, wenn ich das immer in den Gruppen sehe, immer, ich habe hier einen Stempel, Goodie-Stempel zu tauschen. Und alle so, oh, welchen hast du? Den kenne ich noch gar nicht. Also, ich brauche Schokolade. Ich brauche Danke.
Ja, vor allem jetzt am 1. Dezember, also für euch ist es ja erst demnächst, für die, die es jetzt hören, den Podcast, ist es ja schon aktuell, gibt es ja neue Goodie-Stempel. Die großen meinst du, ne? Die neuen großen, ja, genau. Es wird ja einmal durchgetauscht, also die, die man jetzt bisher kannte, die gibt's nicht mehr. Da ist jetzt ja der Abverkauf gewesen und jetzt kommt die neue Generation Goodie-Stempel. Oh. Hab ich auch noch nicht gesehen. Ich auch noch nicht. Großes Geheimnis für alle noch. Kann man ein bisschen spoilern hier? Können wir leider gar nicht, weil wir die also, nicht kennen. Oder ich kenne sie, ein paar zumindest. Einfach Zucker. Freut euch drauf. Es ist einfach nur genial. Einfach schön. Bin mal gespannt. Das ist aber ganz schön gemein hier. Also, und diesmal waren es nicht Carmen und ich, die gespoilert haben. Nee. Hier. Nein, jetzt kommt der kleine Neuprofi hier. Benni, noch ganz kurz, was bastelst du besonders gerne? Verpackung. Verpackung ist das Know-how einfach, also auch wenn neue Verpackungsstands in den Shop kommen, bin ich immer ein Opfer. So wie die große Kaffeebox zum Beispiel, da konnte ich ja nicht drum herum. Ja, die ist super, die ist echt toll. Das ging halt auch nicht anders. Ne? Das sind, ich bin sowieso total häuserfanatisch, also alle Häuser müssen mir gehören so ungefähr. Und ich finde Häuser gern. Häuser braucht man immer. Ja. Und Alphabete und Zahlen. Da kriegst du mich auch immer mit. Ja. Die gehen auch immer. Die kannst du immer gebrauchen. Alphabete, ja. Zahlen und Häuser. Häuser jetzt zum Beispiel so, um ein, was sag ich jetzt mal, so Wichtelhausen zu basteln oder einen Adventskalender draus zu machen. Die kannst du auch als Deko irgendwo verwenden. Auch so, sag ich jetzt mal, saisonunabhängig. Ja. Und Alphabet und Zahlen sowieso. Die kann man immer gebrauchen. Ja. Immer. Immer, ja. Ja, super. Okay, wenn ich auf meinen Bildschirm gucke, dann sitzt jetzt die Tatjana neben dir. Ich finde, wir nehmen jetzt nochmal die Tatjana. Erzähl mal was. Okay, also, was erzähle ich? Gebastelt natürlich als Kind schon viel, dann von Berufswegen als Erzieherin. Ja. Das hat mir tatsächlich auch ein bisschen gut verleidet eine Weile lang. Weil ja, glaube ich. Man zu der Zeit, also ich war 99 mit der Ausbildung fertig, da gab es noch so Geschichten, Vorbereitungszeit wurde dann sozusagen der Auftrag gegeben, stelle einen Kalender für die Gruppe her. Und wenn man dann irgendwie so in Handarbeit 25 irgendwelche, keine Ahnung, Hasen bastelt, um dann einen Adventskalender für die Gruppe zu, einen Geburtstagskalender für die Gruppe zu haben, war das irgendwie immer nicht so toll. Das hat mir dann erstmal ein bisschen verleidet. Da habe ich dann so gar nicht mehr gebastelt, großartig. Ja. Und bevor meine Tochter geboren wurde, da war es so, dass ich über meinen damaligen Partner eben, über ihren Vater, viele Leute kennengelernt habe, die viel gebastelt haben einfach. Ach, okay. Und da bin ich erstmal so hauptsächlich bei Kreativ-Memories geblieben. Kreativ-Memories, glaube ich, ja. Ja. Also Webcooking so ein bisschen. Mhm. Ja, und dann kenne ich Mareike ja auch. Und dann irgendwie, Mareike und ich haben uns mal kennengelernt, irgendwie bevor unsere Töchter geboren wurden, genau. Geburtsvorbereitungskurs, ne? Ich glaube aber, da haben wir uns wieder gesehen. Tatsächlich habe ich bei dem mal Sport gemacht, vorher schon, tatsächlich. Irgendwie war das... Weiß ich auch nicht. Irgendwie bin ich dann bei dir hängen geblieben. Ne, Mareike, mit dem Stamp-Up so ein bisschen. Genau. Und dann habe ich angefangen, mal ein bisschen was auszuprobieren. Und ja, ich bin jetzt immer dankbar, wenn ich solche Zoom-Meetings habe, sozusagen. Ich einfach mal so ein bisschen, ich komme nicht so oft zum Basteln, aber dass ich mal die Chance habe, dabei zu sein. Ja. Mhm. Also ich habe jetzt tatsächlich auch das erste irgendwie verschnitten, aber ich bin ganz, macht nichts. Ich habe die Schublädchen vorbereitet und ich mache einfach mit und dann gucke ich mal, was am Ende dabei rauskommt. Und, Genau. Ich bin da ganz gutes, das wird schon noch. Und ansonsten baste ich halt gern Karten und das ist mein zweiter Zoom. Ich habe hier schon das eine Mal den Kartenzoom gemacht und genau über Mareike bin ich letztlich auch zu Kreativdepot gekommen. Ja. So läuft es manchmal. Ja, wie toll. Ja, ganz laufen. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Wir haben hier jetzt aktuell -2 Grad. Und wir haben aktuell ab 23 Uhr gibt es Schnee bis circa 8 Uhr. Nee, Entschuldigung, bis circa 15 Uhr.
Und okay. Der Unterelbe Radio 3 Tage Trend. Es bleibt weiterhin stark bewölkt mit stürmischen Böen und Schnee. Wunderbar, wir haben 20.38 Uhr und wir haben minus 5 Grad hier und wir haben schon länger. Die Zeitansage durfte ich den einen Tag 3 Stunden alle 15 Minuten machen. Also da könnte ich mit einspringen. Wir können uns betteln mit der Zeitansage und dem Wetter. Bei dem nächsten Ton ist es 20.38 Uhr. Beim nächsten Ton ist es 20.38 Uhr und 10 Sekunden. Und diese Telefonnummer, kennt ihr das denn noch? Also ich kenne es tatsächlich noch, dass man diese Telefonnummer anrufen konnte, herrlich. Ja. Oder mal kurz um die Zeit. Ja, stimmt. Ja. Gab auch Weckanruf. Weckanruf gab es auch. Die haben dich angerufen, wenn du gesagt hast, so bitte rufen Sie mich um 6.30 Uhr an, dann klingelte das Telefon panisch und dann, sie wollten um 6.30 Uhr geweckt werden. Aber herrlich, oder? Also diese Zeitansage habe ich noch immer irgendwie so im Kopf. So, man griff zum Hörer und hat die Zeitansage angerufen, köstlich. Ja gut, aber für uns war ja Telefon, Festnetzanschluss etwas ganz Besonderes. Ja. Ne? Telefon stand im Flur und hatte auch gar keine lange Strippe, sondern eine kurze. Nein. Dann hatte man so ein Tischchen mit so einem kleinen Sitz. Und dann saß man da auf dem Flur und ich weiß, wenn ich dann auch früher mit den Freundinnen telefoniert habe, immer so schön leise, weil es haben ja alle irgendwo gehört, das war dieser mittlere Raum. Und ich weiß, als wir dann diese lange Strippe bekommen haben und dann durch die ganze Wohnung mit diesem Telefon gelaufen ist, köstlich. Dann, liebe Christiane, erinnerst du dich bestimmt auch noch an Marians Telefon. Die hatte nämlich von Swatch ein Telefon mit, ich glaube, 300 Meter Kabel und du konntest, das war so ein ganz flaches Telefon, du konntest einmal den Hörer abnehmen und mit dem Unterteil konntest du mit telefonieren. Ja. Das war auch ein Hörer. Ja, und ich bin mit diesem wirklich Telefon. Wirklich so das Best Friend Telefon. Man konnte nebeneinander sitzen und mit dem Schwarm telefonieren und die Freundin konnte mithören. Und die Freundin konnte mithören. Also ich hatte es immer, ich habe tatsächlich in meiner ersten Wohnung am Vordamm gewohnt, in Horneburg neben der Kirche. Klingt schön, ist auch schön, vor allen Dingen, wenn man vom Feiern wiederkam am Sonntagmorgen, dann pünktlich 9.30 Uhr, wenn die Kirchenglocken losgehen. Aber sie ging auch immer los um 17.45 Uhr, samstags zu 18 Uhr. Und wir haben damals gerne Beverly Hills und Melrose Place geguckt. Ja, und ich hatte das Problem, wir haben dann ja immer dabei telefoniert, während man diese Sendung sich angeguckt hatte. Aber um 17.45 Uhr ging ja die Kirchenglocken los. Das heißt, ich hatte bis 18 Uhr nichts von dieser Sendung gehört, weil das so laut war, dass Marion mir im Nachgang dann immer erzählen musste, was in der ersten Viertelstunde dann gewesen ist. Und man konnte noch für 20 Pfennigstunden rund telefonieren. Oh, ja, man konnte ewig dafür telefonieren. Wahnsinn, ja, das ist gar nicht mehr denkbar. Ach, schön, ja. Wir haben mal mit meiner Mutter für meine Mutter 3 Kreuze gemacht, als die erste Flat kam. Ja, genau. Aber das alle haben das, glaube ich, die Corona-Kosten. Es wurde nicht mehr vom Taschengeld abgezogen oder sonstiges, genau. Man konnte es damals auch noch. Kennt ihr das noch mit den Nummern, wo man angerufen hat, um möglichst einen günstigen Tarif zu bekommen? Ja. Und ich erinnere mich noch dran, so Ende der 90er, Anfang 2000er, die ersten Prepaid-Karten, also Aufladehandykarten, da konnte man noch ins Minus gehen. Das habe ich dann mit SMS-Schreiben geschafft und irgendwann hieß es dann, wenn du dann angerufen hast, ihr aktuelles Guthaben beträgt minus 3,23 Mark. Bitte laden Sie Ihr Guthaben wieder auf. Und du denkst so, huch. Weil die immer, wenn du SMS geschrieben hast, das wurde immer erst 1 oder 2 Tage später abgebucht. So, und wenn du dann 48 SMS am Tag geschrieben hast, bupp, warst du im Minus. Und das hat sie abgeschafft. Was hatten die nur 120 Zeichen oder 160 Zeichen und das Handy hatte immer nur 10 Stück, konnte das speichern. Und dadurch entstanden dann sowas wie HDGDL und so weiter. Wenn man dann Platz sparen musste. Mit dieser Wegzeit haben wir mal einem Brautpaar halbstündlich die Hochzeitsnacht. Halbstündlich hat dieser Wegdienst angerufen. Oh nein, wie gemein, Kiki. Also was man hier alles erfährt. Kannst heute. Und ich setze mir nochmal eben Tee auf. Und Piet kann nochmal, wir nehmen Susi.
Genau, Susi hat extra ihr Mikrofon angemacht, deswegen gehe ich davon aus, sie ist auch dazu bereit, mir mal kurz Rede und Antwort zu stehen. Ich bin dabei, wenn man mich versteht. Ja, einwandfrei. Super. Wie hat es bei dir angefangen und wie bist du zu Kreativdepot gekommen? Also gebastelt habe ich auch schon immer, schon als Kind, alles Mögliche ausprobiert, später auch. Und dann habe ich irgendwann eher so mit Wolle gearbeitet und gehäkelt. Das war als Ausgleich, das war so mein Yoga. Und dann hatte ich einen Unfall und konnte eine Weile gar nichts mehr machen. Okay. Und dann hat mir aber irgendwas gefehlt. Ich hatte einen gelähmten Arm. Und dann habe ich gemerkt, okay, mit der Wolle geht nicht mehr. Papier, da habe ich doch früher als einmal gern Karten gebastelt. Da hat eine Freundin geheiratet und dann hat es irgendwie angefangen. Diese Karte war der Start, dass ich dann wieder angefangen habe, so langsam mit Stempeln zu hantieren. Und das ist bis heute noch so ein bisschen meine Ergotherapie. Und es tut einfach super gut. Und dann habe ich irgendwie ein paar Sprüche gesucht. Dann bin ich bei Kreativdepot gelangt. Oh, das war der Mann seit Anfang genommen. Aber der Geldbeutel. Da glüht die Kasse. Ja. Ja, aber super. Eben die Sachen liebe ich und der Bestand wird immer größer, aber es macht super Spaß, damit was zu machen. Ich mache gern so Explosionsboxen, das mache ich am liebsten mittlerweile. Ja, ja. Und da habe ich genug Material, aber ich muss natürlich immer gucken, ob mir noch was fehlt, was ich noch dringend brauche. Man kann alles irgendwie gebrauchen, oder nicht? Immer. Ja. Das habe ich auch durch Carmen jetzt gemerkt. Also es, zum einen beim Papier, man kauft zwei. Eins zum Schneiden, eins zum Streicheln. Ja, genau. Und der Tisch ist nicht chaotisch, der Tisch ist voller Ideen. Genau. So, das habe ich gelernt, das habe ich mir auch eingeprägt. Es ist nicht chaotisch. Ich habe gerade so viele Ideen. Und das brauche ich gleich noch, das brauche ich vielleicht noch, das brauche ich ganz bestimmt noch. Also von daher. Genau, so läuft das. Liebe Susi, vielen, vielen Dank. Gerne. Liebe Carmen, du hast das Wort. Ich habe das Wort? Okay, gut, cool. Dann kann es weitergehen, ja? Sehr gern. Okay. Wir haben jetzt also unsere Schubladen hier alle drin. Ich hoffe, die passen alle bei euch. Jetzt machen wir als nächstes den Deckel. Und dafür, dicke Katzen, braucht ihr ein Stück Karton. Bei dieser Box ist es halt das rote Papier. Wenn ihr was anderes möchtet, könnt ihr das natürlich auch machen. Aber dieses Stück für den Deckel muss sein 10,1 mal 10,1. Und den falzt ihr euch dann rundherum bei 1,4. Ich glaube, die Gewuselgeräusche nehme ich fürs Intro. Ja, gute Idee. Raschel, wobei raschel, klapper, raschel. Ja, und daran, Piet, erkenne ich ja auch immer ganz gut, wie weit die anderen sind, wenn klar, ich hingucke. Ja, ne? Ja, klar. Dann weiß ich immer, okay, da wird noch geschnippelt, gefalzt, irgendwas hört man dann. Solange es noch klappert und klimpert, okay, sind sie noch dabei. Ja, genau. Ich nutze jetzt auch die Gunst. Ich habe genug Material für unseren wundervollen Podcast. Ich möchte erstmal einmal ganz groß Danke sagen, dass ich heute wieder ein Teil davon sein durfte. Auch wenn ich nicht mitgebastelt habe, was mich gerade echt ärgert, weil ich diese Box so toll finde. Die ist auch echt schön. Ich mache sie mit dir. Wir machen auf das jeden zu Fall. Dritt die müssen mit wir Christiane machen. Zusammen. Ja. Sonntag. Genau. Wäre eine Option. Das wäre ganz toll. Auf jeden Fall möchte ich jetzt denn an dieser Stelle mal eben kurz das Outro dann einsprechen mit euch. Okay. Oh ja, da war was. Da war was. Und zwar heißt es ja immer so schön, so, das war's wieder. Ja. Das war jetzt Folge 36, live im Zoom-Basteln. Mit Carmen, Christiane und ganz vielen anderen. Und es hat mir eine große Freude gemacht. Carmen, ich hoffe, wir sehen uns hoffentlich bald denn live wieder. Ja,
Das hoffe ich auch, weil mein Tisch ist so ausgerichtet, halt, dass du auf der anderen Seite sitzen kannst und wir beide an diesem Tisch sitzen können. Habe ich mir genau überlegt, ne? Super, sie denkt ja mit. Ne? Sie freut sich auf mich und ich freue mich auf sie. Ja. Meine Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr hier im Zoom dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. Vielen Dank. Tschüssi. Wir sind nun zwar am Ende dieser Podcast-Folge angekommen, aber schon nächste Woche geht es weiter. Abonniert gern unseren Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Habt ihr Themenwünsche, die wir zukünftig im Podcast besprechen könnten? Dann schreibt uns gern eine Mail an huhu@kreativdepot.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, ausgestanzt und ausgefragt.